Hallo Leute, wir sind wieder dabei. Let's play Pokémon Mystery Dungeon. Und ausnahmsweise, obwohl ich das bei einem Mystery Dungeon noch gar nicht gemacht habe, bin ich heute auch mal wieder nicht allein. Ich habe heute jemanden ganz neuen für euch mitgebracht. Sagt doch mal Hallo. Guten Tag, Leute, hier ist der Master. Jupp, der Master, der will heute bei der Aufnahme einfach mal ein bisschen dabei sein, weil ich gerade bei seinem Stream ein bisschen mitgeholfen habe. Naja, Kleinigkeiten. Der Master wird auf jeden Fall auch ein bisschen was vorlesen und mich damit ein bisschen entlassen, weil meine Stimme ist so nach gefühlten 4 Stunden Aufnahmen immer regelmäßig im Arsch, wenn ich Mystery Dungeon spiele. Also, wir sind beim letzten Mal sind wir von Zwirfins noch in die Zukunft entführt worden und dann schauen wir doch einfach mal, wie es hier weitergeht. Erstmal mit Punkten. Ah, wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann nicht, werde wieder ohnmächtig. Und wir kriegen Kamerafahrten. Yay! Und den Zeitturm. Stimmt, da war es ziemlich kaputt in der Zukunft. Jetzt darfst du was vorlesen. Verzeihung, dass ich dich warte, ließ Meister Dialga. Ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen, doch letztendlich gelang es mir, sie zu fassen, ja. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde das fortan in Angriff nehmen. Ich verstehe, wie du willst. Entschuldige mich. Ich weiß nicht, wie er. Wie er Dialga verstehen konnte, meinst du? Ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Hey, Kilian, wach auf, Kilian. Heißt es, Riolo fliegt? Fliegi heißt er. Ach so. Ist ein Kumpel von mir. Wo? Du bist wach. Dieser Ort, ich glaube, das ist ein Gefängnis. Gefängnis? Ich bin noch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind abgeschlossen. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu geben. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Was ist hier los? Wir sind eingesperrt? Ich weiß nicht, was los ist, aber ich kann versuchen, es herauszufinden. Das bringt nichts. Fliege hat recht, die Türen gehen nicht auf. Es sieht wirklich so aus, als seien wir eingesperrt. Oder der auch bügeln, nicht ernsthaft. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so. Zwirfens hat uns gepackt und hat uns dann in das dimensionale Loch gezogen. Was? Warte mal, ist das hier also vielleicht? Ist das die Zukunft? Aber das ist. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, das hier soll die Zukunft sein? Warum sind wir überhaupt hier? Aber ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Ah, sind wir wirklich in der Zukunft gelandet? Was sollen wir jetzt tun? Also, wenn das Tier die Zukunft ist, wie sollen wir dann wieder in unsere Welt zurückkommen? Sie sind wach! Das kommt gerade recht. In Ordnung. Lass es uns schnell erledigen. Schnell erledigen? Was denn? Was? Sie haben mir die Augen verbunden. Ich kann nichts sehen. Mitkommen. Aber schubst mich nicht so. Mit verbundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Wo bringen Sie uns nur hin? Wir sind da. Wo bin ich? Sie haben mich gefesselt, ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Hey, Fliegi, ich bin froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung?
Ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr könnt es euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Hä? Die Stimme kam von da drüben. Raptain! Bist du Jetzt drin? mal. Okay. Habt ihr auch nur einen Schimmer, was ihr seid? Wo ihr seid? Ja, wo ihr seid? Nein! Ihr seid in einem Gefangenenraum. Sie wollen uns ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Was? Uns aus dem Weg räumen? Moment mal, es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie dich loswerden wollen, Reptane. Aber warum uns? Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist mir sowas von egal. Irgendwas müsst ihr getan haben, das sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denk bloß nicht, dass wir wie du sind. Es ist mir egal. Tja, während du noch dabei bist, auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. So, yay, sie sind da, ne? Eigentlich viel zu ernst die Situation, als dass man darüber Witze machen könnte, aber gut. Wer ist das? Das sind die Gefängniswärter, die hier diese Musik und das verrichten. Zufällig sind sie auch noch die Untergebenen von Zwerfinst. Was? Untergebene des großen Zwirrfinst? Hey, da ist Zwirrfinst. Wer hat Zwirrfinst? Die drei wurden an die Pfähle gebunden. Gut. Zwirrfinst, ich bin es, Fliegi. Dein Part. Ja, sehr gut, Sabiris. Diese drei, sie müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht. Macht euch bereit. Warte, Zwirfinst. Was ist mit dir los? Warum tust du uns das an? Spart euch euren Atem. Seid lieber still. Sprecht leise, damit sie euch nicht hören können. Leise sprechen? Ihr zwei. Wenn ihr hier rauskommen wollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Reptane? Ihr habt keine Zeit, lange zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hier bleiben? Hey, du da. Hä? Sag mal, fällt dir was ein, das du tun könntest? Was? Was ich tun könnte? Was ist denn das für eine Frage? Tja, ich glaube, angreifen war da das Einzige, was da geklappt hat. Ja, das ist es. Das klappt. Naja. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, dann kann ich auch mitmachen. Gut. Wir sind jetzt bereit. Sehr gut. Aber seid bis zum Ende wachsam. Lasst sie nicht aus den Augen. Vor allem nicht diesen Reptane. Was mir so einfällt, ist auch gerade, ihr eigentlich hat auch ein Witzchen. Beginnt! Jetzt! Eigentlich habe ich auch so gefahren. Sie kommen. Sabiris schlage mit ihren Klauen zu. Oh je, das klingt scheußlich. Das ist es auch, aber. Und genau das könnte uns die Flucht ermöglichen. Die Sabiris werden ihre Kratzfurie einsetzen. Das ist unsere letzte Chance. Wenn sie es angreifen und dabei die Seile treffen, mit denen wir gefesselt sind. Oh, genau. Die Seile könnten sich lösen. Genau. Und wenn das passiert, startet ein Angriff und flieh. Aber was, wenn ihre Kratzfurie die Seile nicht zerschneidet? Und was, wenn die Zubiris gar keine Kratzfurie einsetzen?
Wenn das passiert, sind wir ein Arsch, also nicht nachzudenken. Bitte durch. Wartet auf eure Chance. Aber wenn sie weitermachen, dann sind wir erledigt, bevor unsere Chance kommt. Hey! Da ist ein Riss im Seil. Jetzt! Angreifen! Los! Was ist das? Da! Wir können nichts sehen! Reißt euch zusammen! Es ist nur ein Strahlorb. Der Effekt lässt bald nach. Der Flucht! Dieser Reptil. Er ist unter der Deckung des Lichts aus dem Strahlorb geflohen. Damit kommen sie nicht davon. Ich glaube, es ging auch Item, glaube ich. Bin mir sicher. Ich habe Dreck im Mund. Wir sind in Sicherheit. Raptain beherrscht also die Attacke Schaufler. Er kennt wirklich viele Attacken. Ja, mehr als vier auch nicht. Wir sind entkommen. Aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lass uns abhauen, aber schnell. Im Pokémon-Anime gibt es ein Pokémon, was mehr als vier Attacken hat. Ash Pikachu? Nein, Ash Relaxo. Gut. Pikachu kann auch nur 4. Ash Relaxo ist das einzige Pokémon, was 6 Attacken hat. Also, Skill. Kommt hier entlang. Müssen weiterlaufen, bis wir den Ausgang erreichen. Du darfst. Kommt, schneller, macht schon. Ich kann nicht schneller. Hör auf, mich herumzukommandieren. Wie auch immer, Reptain. Was? Ist das hier die Zukunft? So ist es. Du schaltest schnell. Also tatsächlich. Werden wir in unsere Welt zurückkehren können? Wer weiß. Wir müssen fürs Erste einfach weg von hier. Wenn sie uns fangen, wird es eure geringste Sorge sein, wie wir zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann nicht. Ich bin fix und fertig. Wir sind fast da. Seht, der Ausgang ist gleich da. Geschafft. Wir sind draußen. Was ist das? Ach, das ist welche Ort war es nochmal? Ich fällt den Namen gerade nicht ein. Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Felsen schweben. Es ist ein wirklich merkwürdiger Ort. Und es ist schrecklich dunkel. Es weht nicht einmal der Wind. Es ist, als ob alle Bewegung. Es ist, als sei alles erstarrt. Genau. Was? Ah, ich höre die zu Beerus. Wir müssen weiterlaufen. Hör mal, Reptain, ich bin geschafft. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wenn es regnet, sind wir dran. Das ist leicht gesagt. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. In Ordnung. Ah ja, hier ist eine natürliche Aufhöhlung. Das sollte uns vor ihren ihren Blicken schützen. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, dann werden wir uns wieder auf die Beine machen. Moment mal, im Gefangenenraum haben wir zusammengearbeitet, weil wir keine Wahl hatten. Wir haben nie gesagt, dass wir danach mit dir kommen würden. Einem bösen Pokémon wie dir werde ich auf keinen Fall über den Weg trauen. Fliegi.
Ich bin also der Bösewicht. Und dieser Zwölfkönig ist der Gute? Wie erklärt euch denn das Verhalten von Zwölfkönig? Sie wollten nicht nur mich, sie wollten auch euch loswerden. Aber das heißt nicht, dass ich dir vertrauen soll, Reptane. Es ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, es helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme. Ihr werdet euch auch wieder auf den Weg machen. Viel Glück. Warte mal. Du sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel draußen, man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollten wir nicht warten, bis es morgen wird, anstatt sofort aufzubrechen? Können wir nicht warten, bis es hell wird? Ist nicht möglich. Ich sage es nicht gern, aber es wird niemals morgen. Was? Diese Welt, eure Zukunft. Sie ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf. Also kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert in alle Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Lähmung des Planeten? Die Lähmung des Planeten? Ach ja, ich erinnere mich. Zwölfens hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Ja, da haben wir aufgepasst. Ja, den Flashback, den überspringe ich jetzt mal ein klein wenig. Der ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ja, ist nicht lange her. Ich lege gerade was nach danach, weil ich glaube, ich weiß, was danach ist, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Nach was? Ich glaube, nach der Zukunft war es die Zahnräder sucht, oder? Ja, nach der Zukunft kommt eigentlich erstmal die vierte Bonus-Episode, aber da bin ich im Ach Überlegen, so. ob ich die ein bisschen skippe. Ach, macht ihr einfach. Pff, na gut, es ist Team Charme. Im Charme war doch hier. Schlaborgade war und Meditalis. Und Ohr doch. Nee, oh doch, gibt's hier noch gar nicht. Knuddelduft. Knuddeluff ist auch mit dabei, ja. Aber gut. Ohr doch. Genau. Viertes Rennspiel. Ohr Ja. doch. Willkommen zurück. Die Lähmung des Planeten. Ja, dieser Ort passt auf die Beschreibung von Zwirrfinst. Aber trotzdem. Es ist schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelähmt werden konnte. Es steht euch frei, mir zu glauben oder eben nicht. So oder so rate ich euch, hier so bald wie möglich zu verschwinden. Ich gehe, lasst euch nicht von den Zerbieres fangen. Kilian, ich weiß nicht, was ich denken soll. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fliehenden Zahnräder der Zeit ausgelöst werden sollte? Darum sollten wir Reptin davon abhalten, sie zu stehlen. Wir haben doch alles getan, was zu tun war, oder? Selfie und die anderen sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Das hätte die Lähmung des Planeten verhindern müssen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet ist in unserer Zukunft immer noch gelähmt. Aber warum? Ah, ich weiß nicht mehr, wem oder was ich glauben soll. Ah, die Zubiris. Wir können hier nicht bleiben, Kilian. Machen wir uns schnell fertig und verschwinden.